Tag für Groß und Klein organisierte der Allgemeine Bürgerschützenverein Galen am vergangenen Wochenende. Das diesjährige Preisschießen, welches bereits zum vierten Mal stattfand, wurde im Rahmen eines Familientages ausgerichtet. Beim Preisschießen traten an diesem Tag Männer, Frauen und Jugendliche an. Geschossen wurde auf eine Scheibe. Allerdings nicht mit einem Gewehr, sondern bereits seit 1971 mit einer Schweizer Armbrust, die eine exzellente Präzision hat und zu den Hightech-Sportgeräten zählt. Naja, einfach scheint das Schießen, besser gesagt das Treffen des Ziels, nicht zu sein. Wer sollte die Wanderpokale bekommen? Diese Frage war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu beantworten. Während am Schießstand scharf geschossen wurde, genossen die anderen Besucher kühle und leckere Getränke. Geselligkeit wurde großgeschrieben. Im Rahmen des Preisschießens und des Familienfestes konnten die Schützen und Gäste die Ergebnisse verschiedener Projekte des Schützenvereins begutachten. Auf die Idee kam unser Zahlmeister René Heidermann und er ist dann hingegangen und hat einfach mal Sponsoren gesucht, um den Schießstand hier zu verschönern. So, unter anderem war das einmal hier dieses Eingangstor zu erneuern und gleichzeitig dieses Vordach, was Sie hier sehen, auch zu installieren. Und da sind wir natürlich auf Sponsoren angewiesen. Und da ist unter anderem die Schreinerei Grebing aus Schermbeck uns, hat uns da tatkräftig unterstützt, das Tor besponsert und dieses Vordach. Die Arbeiten, um das Dach dicht zu kriegen, wurde von der Bedachungsfirma Blumenthal und Gustafsson ausgeführt. Und unter anderem muss von innen noch etwas erneuert werden, sprich die Decke verputzt. Und da unterstützt uns die Unternehmung Michael Hese. So, und ansonsten auch an dieser Seite einen herzlichen Dank an alle Sponsoren. Ohne einen finanziellen Background sind solche Projekte nicht zu realisieren. Darum freut sich der Verein sehr darüber, dass auch die örtlichen Banken, wie zum Beispiel die Volksbank Schermbeck, zu den Sponsoren gehören. Die Ergebnisse der Projekte können sich sehen lassen. Das Preisschießen machte auf jeden Fall schon Lust auf das bevorstehende Schützenfest in Galen. Wir drücken nur die Daumen, dass sich an diesen Tagen das Wetter von einer freundlicheren Seite zeigt.